Jo Leute, was geht ab? Willkommen zurück hier auf Faxen TV. Ja, Freunde, ihr werdet euch wundern, was los? Du hast deine Cappy nicht an, Bruder. Ja, es ist sehr, sehr früh am Morgen. Ich zeige euch mal ganz genau, wie früh. 6 Uhr morgens, Viertel nach 6. Es ist sehr, sehr früh. Wir sind schon seit 4 Uhr wach, aber haben es nicht geschafft, loszufahren. Warum wir? Ja, ich bin auf jeden Fall nicht alleine. Und zwar sind die Jungs hier noch am Start. Der Musab, der Timo. Du bist zum Schlafen gekommen, aber ihr kennt den Musab, der wird eh nicht schlafen. Der hat mich nach Singapur begleitet, nach New York, nach Seoul. Der ist stabil. Wie heißt der? Ich hab gar keinen Namen. Snoozy. Snoozy. Jedenfalls fahren wir jetzt nach Stuttgart, nach Sindelfingen. Mal schauen, ich werde hier ein bisschen die Fahrt filmen und dann sehen wir uns gleich noch einmal. So, wir sind jetzt hier im Werk angekommen. Ich habe irgendwie gemerkt, dass ich jedes Mal den hier mache. Und ja, ich zeige euch jetzt mal mein Auto. In Slow-Mo gönnt euch mein neues Auto. Das ist mein Auto nicht, ja, ist ja auch logisch. Das ist aber sehr, sehr schön gewesen, oder? Musi, was meinst du? Mein Auto. Ist dein Auto? Ja. Ich wollte es aber eigentlich nicht in Rot haben. Sondern? Schwarz. Schwarz? Ja, der Wagen sieht schon unnormal geil aus. Aber egal. Naja, wie dem auch sei, ich würde sagen, jetzt geht's langsam zu meinem Auto. Und ja, ich bin schon aufgeregt. Jetzt gleich ist es soweit. So, nochmal ganz kurz der Musab hier. Er beobachtet gerade sein Auto. Er schaut nochmal nach links, vergleicht nochmal sein Auto mit anderen Autos. Ich sitze hier so, als hätte ich ein AMG bestimmt. Aber es ist besser als ein AMG. Kommt mit. Komm. Oh, krass. Glückwunsch, Glückwunsch. Und wie guck viel? Mal, große Tür. Stabile Ausstattung. Boah, ist das ein Ledersitz? Das ist ein Mindeste. Guck mal. Kein Problem. Nein, Stoff ist besser. Navigationsgerät. Im Winter wird es so kalt. Sind das 20 Zoller? Guck mal, ich habe die extra so klein bestellt. Weil? Wenn ich jetzt gegen Bordschein fahre, ja. Da ist nur Gummi, weißt du? Und ich kann auch genug Leute mitnehmen. Equipment, Kamera, ganze Mannschaft. Ich finde, man sollte auch ein bisschen jeder mit den AMGs. Oh, guck mal, das ist ein Auto. So, Freunde, der Wagen steht genau hinter euch. Soll ich? Ihr könnt den Wagen jetzt sehen. Nein, soll ich? Noch nicht. Nein, chill. Ja, Freunde, und zwar bin ich natürlich überglücklich. Ich habe den Wagen gerade gesehen, war auch gerade kurz drin, kurz eine Strecke gefahren. Überglücklich. Und ich möchte noch eins sagen, was ganz, ganz wichtig ist. Ich bin mega, mega dankbar. Und ohne euch wäre das natürlich nicht möglich gewesen, Freunde. Das möchte ich nochmal hier ganz, ganz stark betonen. Ich weiß, das sagen sehr, sehr viele, aber das muss gesagt werden. Und wir werden weiterhin Gas geben mit den Jungs. Wir werden, wenn wir euch draußen sehen, ab und zu spontan einfach mitnehmen, Freunde. Und ja, ich will jetzt nicht zu viel labern. Gönnt euch einfach das Auto mit so einem kleinen Carport. Da bin ich schon im Auto wieder. Ja, ich habe das Video jetzt vorhin geschnitten und da so entdeckt, dass ich gar nicht so viel erzählt habe. Und ja, das war auch ein bisschen hektisch und stressig. Wir mussten am selben Tag nochmal zurück und wir waren ja wirklich richtig, richtig müde. Jedenfalls wollte ich auf jeden Fall nochmal kurz so einige Worte loswerden. Ich fand das schon für wichtig, deswegen sitze ich hier nochmal im Auto und drehe das Ganze nochmal hier mit meinem Handy. Und zwar ist mir bewusst, dass viele, viele von euch sehr jung noch sind und auch noch vieles vorhaben im Leben. Und deswegen wollte ich euch so einiges vielleicht mitgeben und einiges näher erläutern, weil viele, viele YouTuber, die verstecken sich halt quasi hinter der Kamera und man hat halt nicht so einen krassen Zugriff auf die YouTuber, man kann halt nicht so einen Zugang zu denen aufbauen. Deswegen wollte ich hier nochmal einiges loswerden. Und zwar, Freunde, ja, ich bin mega, mega glücklich. Das ist ein mega, mega Hammer, Hammer Auto. So etwas hätte ich mir vor ein paar Jahren nicht erträumen lassen. Ich bin mega glücklich natürlich. Ich habe mir den Wagen nicht gekauft. Der Wagen kostet 70.000 Euro. Den Wagen habe ich mir nicht gekauft. Ich würde auch niemals in meinem Leben
einen Neuwagen kaufen, denn bald man quasi den Stecker reinsteckt und die ersten Kilometer fährt, bist du schon deine 10.000 Euro los, also dann ist der Wagen nicht mehr so viel wert. Aber abgesehen davon habe ich diesen Wagen jetzt nicht gekauft. Ich habe ein Leasing abgeschlossen, dieser Wagen ist geleased. Dennoch bin ich sehr, sehr stolz darauf. Ich meine, dieser Wagen wurde mir jetzt nicht geschenkt oder so. Ich habe auch kein VIP-Leasing bei Mercedes. Ich zahle monatlich ganz normale Gebühren, so wie jeder andere auch. Aber am Ende des Tages ist alles Materielle wirklich, wirklich vergänglich, Leute. Also ich meine, jetzt steige ich noch vorsichtig in den Wagen rein. Nach einer Woche werde ich mich gar nicht mehr drum kümmern, so krass. Es wird halt zur Gewohnheit. Ich meine, ihr kennt das bestimmt alle, wenn ihr ein neues Handy kauft. Die ersten Tage geht man richtig vorsichtig mit dem Handy um und keine Ahnung, man will nicht mal mit fettigen Händen ans Handy dran. Irgendwann später schmeißt man das Handy aus 3-4 Metern aufs Bett einfach drauf und ist halt dann nicht mehr so vorsichtig. Selbst wenn ich jetzt hier im Ferrari sitzen würde, würde ich genau dieselben Sachen sagen. Natürlich wäre ich mega, mega glücklich darüber, so ein heftiges Auto fahren zu dürfen, aber das ist wirklich alles, alles vergänglich. Und etwas, was ich auch noch ganz, ganz, ganz dringend sagen möchte, ist, glaubt mir, Freunde, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Lasst euch nicht blenden von YouTubern, die sich dicke, dicke Karren holen und so tun, als wäre alles schön, alles Hammer. Jeder, wirklich auch YouTuber, jeder hat seine Probleme, ob es finanzielle Probleme sind, ob es private Probleme sind. Jeder YouTuber hat Probleme. Nicht jedem YouTuber geht es gut oder nicht jeder YouTuber ist glücklich mit dem, was er hat. Viele denken sich, boah, ich wäre auch gerne in seiner oder in seiner Lage. Aber es ist halt nicht wirklich alles Gold, was glänzt. Lasst euch auch nicht von Rappern oder von anderen Leuten verblenden. Das ist wirklich, wirklich nicht alles so, wie es scheint. Und für mich war der schönste Moment, wirklich der schönste Moment hier an diesem Fahrzeug, nicht wo ich drinnen saß, wo Leute reingeguckt haben, wo, keine Ahnung, wo mir Leute geschrieben haben auf einmal, sondern der schönste Moment war, wo ich meine Eltern hier in diesem Auto gesehen habe, wo meine Eltern diesen Wagen gefahren sind. Also das ist, diesen Moment, den kann euch keiner mehr nehmen. Wenn ihr euren Eltern versucht, etwas zurückzugeben, euren Eltern etwas ermöglicht und nicht andersrum, wie es halt die Jahre davor war, sondern das ist ein Moment, der wirklich, wirklich Gold wert ist. Das kann man nicht mit Geld oder mit anderen Sachen vermessen. Ich will auch nicht so auf Heuchler oder so machen. Das ist gar nicht meine Art. Sonst hätte ich auch meine Eltern aufgenommen, hier dies und das und bla bla, richtig Filme geschoben. Ist nicht meine Art. Ich sage euch das nur so, weil ich das so fühle und ihr nochmal so straight meine Meinung hört. Trotzdem bin ich glücklich, mir so etwas ermöglicht zu haben, denn man muss auch wissen, wofür man tagtäglich arbeitet, wofür man wirklich schlaflose Nächte hat, wofür man sich den Arsch aufreißt täglich. Das sind kleine Ziele, die man sich im Leben setzt und diese Ziele sollte man sich Stück für Stück abarbeiten und erfüllen und dann weiß man auch, okay, guck mal, ich fahre jetzt so ein Auto. Dafür strenge ich mich an. Ich habe den und den Erfolg, dafür strenge ich mich an. Das und das kommt zurück, dafür strenge ich mich an. Und das sind halt quasi solche kleine Anerkennungen, die man sich dann verdient. Abschließende Worte wären von mir, ich gönne wirklich jedem, auch meinem Feind, der wirklich hart dafür arbeitet, in so einem oder in einem noch krasseren Auto sitzen zu können. Ich finde, man sollte generell jedem etwas gönnen, denn wenn man anfängt, anderen Leuten etwas zu gönnen, kommt dieses Gönnen auch zurück. Es bringt dir nichts, wenn du dir denkst, boah, was ein Wichser ist das und das, ich gönne dem das gar nicht. Es bringt dir doch gar nichts. Es bringt dir das was, sogar wenn du da hingehst und sein Auto verbrennen würdest. Es bringt dir in deinem Leben gar nichts. Deswegen schau immer auf dein eigenes Leben, versuch dein eigenes Leben erfolgreich zu machen. Fuck dich nicht über andere Leute ab, red nicht den Erfolg von anderen Leuten klein, nur weil du diese Person nicht magst. Ich meine, ich mag auch nicht jeden. Es gibt YouTuber, die ich wirklich nicht mag, aber die haben Erfolg, die können sich auch Autos leisten, die so teuer sind. Am Ende des Tages müssen die ja irgendetwas richtig tun, damit sie den Erfolg haben, damit sie sich etwas leisten können. Deswegen sei es jedem gegönnt, Freunde. Ich gönne wirklich jedem einzelnen von euch, auch mal hier in so einem Auto sitzen zu können. Ansonsten will ich nicht zu viel labern. Das war's. Abonniert, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.